haben seit Tagen keinen Hinweis auf ein Kapitel, wo wir vielleicht hin müssen oder so. Wenn du mich ehrlich fragst, wir müssen zu Danja ins Studio. Da ist eine Zahl, ja. Wir brauchen drei Hinweise. Danja kann nicht mit uns kommunizieren. Es geht alles wieder von vorn los. Wieder ein Tresor. Ich versuche mal 008. Guck dir mal bitte die Tasten hier an. Das sind drei Zahlen. 2, 3, 1, 1, 2, 4. Zahlencode, Buchstaben. Versuch mal ein W. 23 für 2, 3. Da, dann haben dann wir die 12. Dann die 12. Ein L. Und? Oh Gott. Ja. Nein. Wir haben das nächste Kapitel gefunden. Scheiße. Guck dir das mal an. Hä, warum ist das mehr? Ich habe ein zweites Buch gefunden. Ich hoffe. Auch wieder nichts. Ich krieg hier noch zu viel. Guck mal hier bitte im Buch, ob du noch was findest. A1, A1. Danke. Ja, wow, wir haben ABC. Und sonst? Wir haben ja den Tresor noch. Ja, toll. Was ist das mit dem Ding? Woher wissen wir überhaupt, dass das... Warte, das hab nicht ich aufgemacht. Danja hat mir geschrieben, komm mit mir zum See. Los, ab zum See, aber ganz schnell. Bianca, alles klar? Ja. Ich sag dir, endlich ist dieser Albtraum vorbei. Also, wir kamen zum See und Danja stand einfach da am See und es gab kein Rätsel. Also, ein bisschen überraschend war schon, aber trotzdem, ich bin ganz ehrlich, Hauptsache ist es vorbei. Hauptsache, dieser ganze Spuk ist jetzt mal vorbei. Ja. Danja ist drüben, oder? Ja. Ist das jetzt wieder im Tresor? Nein, gefallen? Also ich bin auch mega froh, dass wir sie schnell gefunden haben. Also, hoffentlich ist das jetzt alles vorbei. Also, sie sitzt drüben im Studio und wollte sich noch etwas ausruhen oder so. Also, Danja geht's gut. Es war kein Rätsel da. Das war das einzig Überraschende, muss ich sagen. Also, normalerweise gab es überall ein schweres Rätsel und sie stand da und hat einfach nur gesagt, hi, hier bin ich, alles ist in Ordnung. Aber sei doch froh, dass das... Ja, aber es ist... Ja, ich bin froh, aber irgendwie ist das ein bisschen zu einfach. Ich glaube, du machst dir viel zu viel Gedanken. Also, wie gesagt... Ich bin dann drüben bei mir. Ja, oder wollen wir dann mal zu Danja gehen? Ja, geh du schon mal, ich komme gleich nach. Danja? Ja. Hi. Hi. Alles okay bei dir? Warum sitzt du so merkwürdig da? Alles gut. Alles gut. Mir geht's gut. Okay. Hast du Schmerzen oder so? Oder geht's dir? Nee, alles gut. Alles gut. So sitze ich normalerweise, oder? Ja. Okay, gut. Ich lass dich mal noch etwas in Ruhe, Danja. Ja? Bis Danke. Dann. Jetzt sowas würde sie mich nicht kennen. Ich gehe erstmal zu Kahn, vielleicht ist ihm das auch schon aufgefallen. Ja, Herr Reif. Kahn? Ja. Ey, ich war gerade bei Danja, ne? Okay, und? Die verhält sich voll merkwürdig. Weißt du, wie die. Sie war auch ein paar Tage weg. Ist normal, dass sie jetzt ein bisschen komisch drauf ist. Ja, aber. Also. Ja, aber weißt du, wie sie da saß? Und dann hat sie sich so verhalten, als würde sie mich gar nicht kennen. Gut, okay. Manchmal kenne ich dich. So angenehm. Weißt nicht, dass das vielleicht ein Spaß von ihr oder so ist? Also, ich kenn's dann ja. Ja, eben, ich kenne sie. Deswegen weiß ich auch, dass sie sich merkwürdig verhält. Ich weiß es nicht. Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe schon Zweifel daran, weil wir sie so einfach gefunden haben am See. Ohne Rätsel, ohne irgendwelche komischen Stimmen oder so in unserem Kopf. Also, komisch war das schon. Weißt du was? Geh mal ruhig in dein Studio, ich geh mal kurz zu ihr und frag mal, ob alles soweit okay ist, was sie heute Abend machen will. Ne, vielleicht kann ich da so ein bisschen mehr erfahren. Ne? Vielleicht fängt sie auch dann mal an zu reden, weil sie sagt ja auch nichts. Okay, ich geh rüber. Dr. Kahn ist schon wieder unterwegs. Aber sei einfühlsam. Wie krieg ich die beiden denn jetzt hier raus? Können die jetzt nicht die ganze Zeit hier bleiben? Hey! Danja? Hallo. Soweit alles klar? Hallo. Ja, dir auch. Hallo. Danja ist jetzt gut. Ist okay. Ich weiß, das war eine belastende Zeit in letzter Zeit, weil du in dieser anderen Dimension warst und so. Aber um dich davon ein bisschen abzulenken, habe ich eine Idee. Okay? Was machen wir heute Abend? Du darfst gerne was vorschlagen. Weil du hast ja lange schon anscheinend nichts gemacht. Es gibt doch diesen Rummel. Wenn der verlassen ist nachts, ist der bestimmt super spannend. Da könnten wir hingehen. Ja, Danja, ist jetzt voll witzig. Dieser Albtraum ist jetzt vorbei. Ist okay. Also, eine weitere Idee. Komm, noch zwei Ideen. Ich gebe dir noch zwei Ideen. So. Kommt nicht in Frage. Rummelplatz verlassen? Nein. Alles, was verlassen ist? Nein. Kannst du dich noch erinnern an dieses Krankenhaus, an dieses verlassene Krankenhausgebäude? Da könnten wir mal rein. Ich komme mit Wort.
könntest gerne bei Roblox zocken oder so, aber hier in echt kommt das nicht in Frage. Ey, was ist denn los mit dir? Hast du Kopfschmerzen oder so? Wir könnten auch in den Wald gehen oder so. Boah, ey. In dieser Burg, das ist doch bestimmt super. Da waren wir doch schon, ich geh da nicht nochmal hin. Ich habe keine Lust auf die weitere Dimension. Also, mir reicht's hier. Danja, komm, irgendwas wirst du doch schon haben. Wir könnten Horrorfilme anschauen. Alles klar, alles klar. Alles klar. Ich mag Horrorfilme. Ich liebe Halloween, auch wenn wir genug Halloween letzter Zeit hatten, aber jetzt sind wir einfach wieder alle zusammen. Hey! Hey. Was sagst du, hä? Richtig cool, oder? Ja, super. Kannst dich auch direkt mit Danja irgendwie in einem Team zusammenfinden. Warum? Ne? Ich habe schon gedacht, wir könnten doch, wenn wir heute wieder was zusammen machen, einfach mal Horrorfilme gucken oder so. Ey, Bianca, ganz ehrlich. Was? Nein, jetzt hatte... Danja hatte auch schon diese komische Idee. Lass uns einen Horrorfilm gucken. Kannst du gerne zusammen mit ihr machen. Kein Problem. Sie scheint auch ein Halloween-Fan zu sein. Aber es ist für mich sehr, sehr komisch, dass sie mir vorher sagt, sie möchte in ein verlassenes Krankenhaus. Ich? Auf einen verlassenen Rummel. Was hatte sie noch gesagt? Sie hatte noch irgend so eine aber ganz... das ist eigentlich voll cool. Stopp. Das Coolste ist, kann sie gerne mit dir machen. Sie wollte noch mal zur Burg. Willst du mit ihr dahin? Ja. Diesen Abend. Ja. Also ich bin ja voll offen für Halloween und so, aber... Bianca, darum geht's gar nicht. Ja, darum geht's mir gar nicht. Sondern es geht darum, dass das völlig untypisch für Danja ist. Ja, aber sie ist gar kein Horrorfan. Aber vielleicht ist sie hat vor alles Angst. Vor allem und alles. Ja, ich habe auch vor allem Angst. Ja, aber, ich bin trotzdem ein Horrorfan. Ja, aber... Aber, vielleicht ist sie einfach abgehärtet. Ja. Guck mal, was wir alles durchgemacht haben. Vielleicht will sie sich damit einfach ablenken oder so. Bianca, ich muss gleich sowieso los. Aber trotzdem, wir sollten sie weiter unter Beobachtung halten. Ja, ich bin eh da. Ich gehe dann gleich mal zu ihr. Dann guck ich halt mit ihr. Guck den Horrorfilm am besten. Ja. Danja? Hallo. Warum läufst du so komisch? Hast du dich irgendwie verletzt, wo du in der Dimension warst oder so? Ich war auch nicht komisch. Wollen wir heute irgendwas machen, Bianca? Ja, genau deswegen komme ich eigentlich auch zu dir, weil, Kahn meinte, du wolltest Horrorfilme gucken. Ja, ich liebe Horrorfilme. Ja, du weißt doch, ich liebe Horrorfilme. Denn mit? Seit wann liebst du Horrorfilme? Weißt du was? Seit wann liebst du Horrorfilme? Wir machen was anderes, wir gehen dann spazieren. Im Dunkeln. Nee, Danja, also du weißt, ich bin übster Halloween-Fan und so, aber... Und einfach nur spazieren? Oh, bist du echt raus? Ja, ich will raus. Es ist doch noch gutes Wetter. Herbst ist doch toll. Alle mögen ja, Herbst. Gut. Aber es ist ja auch noch hell. Da geht's ja einigermaßen. Ja, okay, gut. Dann ziehe ich mich an und dann gehen wir halt etwas raus. So, okay? Okay. Gut. Ich hab's dabei. Ja. Hey, Bianca. Bianca? Ist anscheinend schon weg. Was ist denn mit Danja? Danja? Okay. Einfach mal das Licht hier anlassen, ist auch okay, aber vielleicht sind die auch noch draußen unterwegs, keine Ahnung. Ich hau jetzt ab nach Hause. Alles gut? Wo bleibst du denn? Ist alles okay? Alles gut, ich komme. Hier. Nicht schon wieder, ich wusste, da ist irgendwas faul. Was willst du von mir? Kannst du uns nicht einfach in Ruhe lassen? Ich will nicht wieder in die andere Dimension. Das stinkt! Kahn, du musst mir jetzt zuhören. Wenn du willst, dass Bianca und Daniel wieder freikommen, musst du mir jetzt zuhören. Du musst mir vertrauen, okay? Du musst mir wirklich vertrauen. Nach all dem, was passiert ist, soll ich dir jetzt vertrauen. Dann erzähl mal deine Geschichte. Warum muss ich Daniel und Bianca befreien? Sie sind doch frei. Oder nicht? In unserer Welt ist Claudio der große Chef und... Er hat mitbekommen, dass das hier nicht so ist. Und deshalb möchte er das hier auch umsetzen, aber wir haben es nicht geschafft. Ich hab's vermasselt, okay? Ich hab's vermasselt. Ihr seid zu früh freigekommen und deshalb wurde ich verbannt. Hierher verbannt. Ich will hier nicht bleiben, aber ist auch egal. Erstmal auf jeden Fall ist Bianca jetzt mit Danja unterwegs und nicht mit Danja. Ich hab die falsche Danja. Was meinst du damit? Wie, wir haben die falsche Danja? Aus diesem Grund ist sie so komisch drauf, oder? Ich wusste es doch. Bunny, okay. Versuch dir zu vertrauen, auch wenn es schwer ist.
Was müssen wir jetzt tun? Sag mir, was ich zu tun habe. Gib dir gleich eine Adresse. Ich teleportiere mich dahin. Ich gehe alleine dahin. Dort findest du wahrscheinlich Bunny. Und wahrscheinlich auch Bianca. Ja gut, okay. Dann flieg mal los. Ich fahr dann los. Okay, ich fahr dann zu der Adresse und du bist anscheinend schon weg. Das ging auf jeden Fall schnell. Ich muss mich beeilen. Mein Kopf. Wo bin ich? Was ist denn jetzt passiert? Ja, hier sollte ich hin. Was soll hier sein? Hier ist nur eine Wiese und Bäume. Und was ist das? Oh nö, nicht schon wieder. Warum liegt hier ein Handy und... Ja, das... Aber das ist doch... Das ist von Bianca. Aber... Natürlich! Bianca? Danja? Ja, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Danja? Bianca? Piggy? Piggy! Oh, Piggy! Danja, Bianca... Kahn? Kahn? Bianca, was machst du denn hier? Boah, ich weiß es nicht. Ich hab deine Sachen gefunden. Ne? Ich hab volles Blackout. Ich hab irgendwas an den Kopf bekommen. Hier, und irgendwie war gerade Bunny. Und wo ist Danja? Und oh, mein Kopf. Piggy, was ist hier los? Ich muss für euch noch was gut machen. Ich muss ganz dringend noch was gut machen. Mission ist erledigt. Wir können jetzt wieder in unsere Dimension. Los jetzt. Mission in die beiden. Haben die doch jetzt schon alle. Los jetzt. Wir nehmen sie mit. Bunny, lass sie doch einfach hier liegen und wir gehen in unsere Dimension zurück. Es ist doch alles okay. Lass uns einfach los. Ich will hier weg. Ich verzichte doch jetzt nicht auf meine Beförderung, nur weil du schon wieder Angst hast. Der Boss wird dich schon wieder reinlassen, wenn wir sie alle drei mitbringen. Bunny, können wir nicht einfach mal was Gutes tun? Ich als Piggy möchte was Gutes tun. Lass sie doch einfach hier liegen und wir gehen in unsere Dimension zurück. Nein. Genau der Grund, weswegen der Boss dich verbannt hat. Bunny, ich sag es dir ein letztes Mal. Bunny, entweder du lässt uns in Ruhe oder wir beide landen in der Zwischenwelt. Wir beide. Okay. Ich weiß genau, dass ich das jetzt nicht mit mir machen lasse. Niemals! Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Oh, warum nimmt das nie ein Ende? Warte. Ey, was war das? Wo warst du mit Danja überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich hab voll das Blackout. Wir sind hier lang gelaufen und auf einmal... War alles schwarz, ja, warte, vor meinen was steht Augen. Hier? Kahn, Bianca? Dies ist mein letztes Rätsel. Es tut mir leid. Oh, nimm das nie ein Ende, Kahn. Ich hab's dir gesagt. Ich hoffe, dieser Albtraum ist irgendwann mal vorbei. Und lass uns mal lesen, was das ist. Ja, warte, hier. Lass uns erstmal. Okay, also. Kahn und Bianca, das ist mein letztes Rätsel. Es tut mir leid. In dem Kryptext findet ihr Spezial. Handschuhe, womit ihr den Safe öffnen könnt. Welchen Safe? Den großen? Danja findet ihr... dann finden findet wir die richtige Danja. Das eure heißt, Danja. Danja. Warte, stopp, ich drin. Stopp. Ja, warte. Der Code für den Kryptext ist etwas, das Bunny und ich nie gehört haben. I love you. Und der Code für den Safe ist so einfach wie gemein. Bye, Piggy. Also ich glaube, hier steht I love you, würde ich mal jetzt behaupten. Ja gut, dass sie das noch nie gehört haben, ist mir klar. Er hat mir was davon erzählt, dass es einen Claudio in einer anderen Dimension gibt, der gerne hier der Chef wäre und keine Ahnung. Aber das heißt dass ja, dass ich hier der Chef sein soll. Ich habe keine das Ahnung. Das heißt ja, dass ich gar nicht mit der richtigen Danja unterwegs war, sondern dass ich mit Bunny unterwegs... Ja, glaube ich auch. Wir hatten die ganze Zeit Bunny befreit und deswegen konnten wir Bunny am See auch so einfach befreien. Ja, und das erklärt natürlich auch... Das heißt, wir haben Danja noch gar nicht. Den Gang und dieses Kruse. Und was für ein Kryptext. Also, ja, okay, aber... Das ist das Ding, was wir gefunden ach, das? Hatten. Wo ist das? Warte, war das nicht... Das war doch bei mir. Warte. Oh. Okay, unter dem Sofa ist das Ding. Okay. Ich guck mal nach dem Tresor. Ja, guck mal. Aber sei vorsichtig. Oh. Okay. Hast du? Ja, ich hab's. Hast du den Tresor? Okay. Beim Chaos-Studio. Und? Gut. Ja, dann komm... Lass gucken. Also, I love you, ne? Hast du gesagt. Ja, aber das passt doch da gar nicht hin. Das wird schon irgendwie gehen. Versuch mal nur mit einem U. Also, E, also I love. Und dann das, ja, das U. Das E, ja. Das E. Nein, nicht hier. Passt. So. So. Genau. I love und dann U. Genau, du musst hier drauf achten. So, geht das jetzt auf oder so? Bereit? Ja, vorsichtig. Und keine Panik. Und? Ja. Die Handschuhe!
Wir können Piggy ja vertrauen. Warte, welcher Code? Einfach wie gemein. 1, 2, 3, 4. Bist du auf? Und jetzt? Mann. Oh Gott, sie ist wieder da. Tanja! Karl, Bianca! Tanja! Oh, Karl, Bianca! Seid ihr die Echten? Danja, ganz ruhig, wir sind es. Ich frage dich, bist du die echte Danja? Ja, das ist sie doch, das sieht man doch. Danja, wie geht's dir? Danja, ist alles in Ordnung? Wie geht's dir denn? Hast du was gegessen? Hä? Oh, ja, natürlich bin ich die echte. Oh, ihr habt euch echt ganz schön lange Zeit gelassen. Wie lange war ich da jetzt drin? Bestimmt einen Monat. Sind Bunny und Piggy, sind die weg? Ja, wir glauben schon, dass Bunny und Piggy jetzt weg sind, wo auch immer. Und ja, du bist da und das ist das Wichtige. Und ich hoffe, dieser Albtraum ist jetzt endlich mal vorbei. Endlich mal. Du bist da, wir sind da. Ja, Claudio ist hoffentlich da. Bunny ist, glaube ich, weg. Und Piggy ist, glaube ich, gar nicht so böse gewesen. Aber wir erzählen dir alles in Ruhe. Also komm erst mal klar. Ja, und lass uns erst mal vielleicht gemeinsam was essen. Ihr habt's echt gelöst. Gott sei Dank. Ja, Essen ist echt eine gute Idee, aber... Ich hoffe, es passiert nie wieder sowas.